Hier, Karl. Wie können wir... No projects assigned. Achso, ich muss was... Survival. Ne, warte mal. Können wir das nicht machen, weil uns Sachen fehlen? Ja, ich glaube ja, ne? Organic Data brauchen wir hier noch. Da können wir mehr Research. Die unique capabilities of the materials here may allow me to modify my scanner. It's getting dark again. Ich bin doch doof. Hier steht drin, eine Thermostick emits heat. Das heißt, es ist die Heizung. Ah, Pickaxe haben wir. Hier haben wir ein Netz. Small creatures können wir hier für Transportation mitnehmen. Hier ein Stove. Chitterling Shell. Das heißt, wir brauchen irgendwie noch Dingens. Timber Rope haben wir jetzt gerade nicht. Wir können also hier das hier nehmen. Ach krass, die macht sogar hier Dingens auf, okay. Ich frage mich, ob das jetzt... Ach, hat die automatisch ausgerüstet. Okay, wir brauchen dringend mehr Oxygen. Wer bist du denn? Du siehst aus wie eine tote Spezies. Da ist Sauerstoff. Okay, wir ziehen uns erstmal wieder eine ordentliche Dose Perry Air rein. Okay, jetzt sollten wir nicht mehr frieren, hoffentlich. Okay, wir kommen langsam weiter. Es zieht sich ein wenig, aber wir machen das ja schließlich auch blind. Wir schließen mal gucken, dass wir hier... Sauerstoff. Ah, noch eine Dosis, alles klar. Wir sind wieder total da. Den nehme ich nicht mit, den lassen wir hier schon stehen. Wow, okay, wo sind wir denn hier gelandet? In den Murky Depths. Ich würde aber gerne eher bei Dingens bleiben erstmal und ein bisschen was meinen würde ich gerne. Das Problem ist aber, wir müssen die Aurelius noch finden hier. Die Frage ist, wo ist sie abgestürzt? Was ist das hier? Keine Ahnung. Sauerstoff haben wir hier eine Menge in den Murky Depths, das ist ganz gut. Das ist so ein... What could possibly dig up dirt? Tja, was könnte Dirt abdingsen? Wir könnten mal gerade gucken. Research, wo ist Karl? Karl? Wir brauchen Equipment. Wo habe ich das denn? Ich bin doch doof. Warte mal. Die Karte? Nein, das wollte ich. Hier wollte ich hin. Shovel, wir brauchen Timber Rope. Wo machen wir die? Könnten wir direkt herstellen, oder was? Ne, Ferronohr brauchen wir noch. Wir brauchen noch mehr Eisen. Hietine Shell ist undiscovered. Can't carry anymore. Ach so, Inventar ist voll. Ach du meine Güte, können wir das Inventar ausbauen? Warte mal. Research-Module hier. Assemble. Undiscovered Ember Crystal brauchen wir noch. Alles klar, hier können wir die Dinger assemblen. Das heißt, wir brauchen noch Protective Bodysuit. Timber Clothes. Ach so, hier. Run out of pocket. Ja, wie machen wir das denn? Wir haben keinen Platz mehr. Können wir irgendwas rausschmeißen? Ich weiß jetzt nicht, was wir rausschmeißen sollen. Oder warte mal, mach mal zu. Und wie sieht das essenstechnisch aus? Nicht mehr so toll. Medgel, da können wir einen benutzen. Nehmen wir zwei, okay. Oxygen haben wir zwei, die würde ich aber ungern verbrauchen. Den Sauerstoffsack können wir uns auch direkt reinziehen, wie Fische sozusagen, alles klar. Shroom können wir nicht essen, ist Fuel, okay. Können wir sniffen? Nee, können wir auch nicht. Was ist das? Coral Chunk? Können wir die nicht in die Hand legen? Doch, da. Auf dem Rücken können wir noch was machen? Hier weiß ich nicht genau, da können wir noch irgendwas hinbasteln. Tja, wir haben nur das zum Essen geraten, ne? Wir haben nichts anderes hier. Das nehmen wir mit. Können wir das direkt essen? Das nehmen wir auch mit. Okay, dann können wir hier das basteln. Nane können wir essen. Das werden wir auch gleich essen. Achso, wir sammeln durch die Sachen, die wir sammeln, sammeln wir sozusagen Punkte, mit denen wir dann wieder unsere Entwicklung fortsetzen können. Nochmal eine Dose Sauerstoff. Ich frage mich, ob die Quellen sich wieder aufladen hier, weil die Löcher ja bleiben. Ferronohr. Jetzt können wir uns eine Schaufel basteln, glaube ich.
Das Problem ist, habe ich die Befürchtung, wenn wir uns die jetzt basteln, wird die uns das, den Slot wegnehmen. Karl, wir müssen gerade nochmal gucken. Wir müssen mal schauen. Ein Backpack. Können wir researchen? Researchen wir unbedingt. Ein Backpack ist ganz wichtig. Ich muss auch erstmal gucken, wie das funktioniert hier alles. Wir müssen also bestimmte Sachen in bestimmten Gebieten hier, Gebieten nicht, Gebieten, Kategorien, so heißt das Ding. Mir fehlt gerade das Wort. Raussuchen und müssen uns dann das sozusagen entwickeln. Ich hoffe, dass wir noch ein paar Slots mehr kriegen jetzt, dass wir den Backpack auch gleich equippen können. Wir sind zum Glück noch am Leben. Das ist schon mal ein gutes Zeichen bisher. Ziemlich abgefahren. Wir haben noch nichts gebaut, leider. Das kommt noch. Wir müssen auf jeden Fall die Aurelius finden. Ich weiß nur nicht genau, wo die ist. Das ist noch so eine Sache, die wir rausfinden müssen. Aber währenddessen können wir ja da uns ein bisschen die Gegend weiter erforschen. Jetzt haben wir gleich Mini-Backpack. Ich habe die Befürchtung, wir haben da nur 4 Slots oder so. Kann das sein? Ich bin mir nämlich nicht sicher. Der Tag-Nacht-Zyklus geht ziemlich schnell. Das muss dann aber ein ziemlich kleiner Planet sein. Wobei der auf dem Dingens ziemlich groß aussah, muss ich zugeben. Ich mag ja diesen Comic-Style, das gefällt mir ziemlich gut. Advanced Backpack können wir, wenn wir die Module haben. Die Module können wir nicht, wir brauchen Resin. Okay, Resin ist wahrscheinlich drüben. Das heißt, wir müssen uns Resin noch besorgen. Das Gute ist, wir haben, ich habe mir das natürlich nicht gemerkt und weiß jetzt nicht mehr genau, was ich sammeln muss. Bleach Sands. Hier ist nichts zum Sammeln. Oh, kann man dich scannen? Oh Gott. Ich würde dich gern scannen. Oh. Das ist tödlich, oder was? Ich kann. Ah, okay, wir müssen. Jetzt weg. Alles klar. Da gibt es 2 von denen. Oh, das ist nicht gut. 2 von denen will ich nicht haben. Einer reicht mir. Okay, wir kriegen das hin. Wir lernen. Wir müssen erstmal auf den Sack kriegen, um lernen zu können hier. Haha, okay. Okay, ich hoffe, er ruft seinen Freund jetzt nicht hier. Komm schon. Oh. Jetzt ruft er seinen Freund. Okay, jetzt können wir es mitnehmen. Können wir den nicht mitnehmen? Creature Part. Natürlich. Wir scannen mal was im Inventar. Das können wir essen. Inhale. Wir können. Okay. Wow. Okay, das war natürlich nicht schlecht jetzt. Okay. Coral Chunk haben wir jetzt hier. Sauerstoff haben wir noch genug. Wir brauchen aber mehr zu essen, fürchte ich. Das wird ein bisschen knapp hier, ne? I'll freeze outside at night. There's bits of coral everywhere. Okay. Jetzt machen wir das an und dann können wir gerade mal die Forschung checken. Wo ist Karl? Da ist Karl. Okay, das können wir. Ne, Ember Crystal haben wir noch nicht gefunden. Portable Stove, nett. Explorer Pick haben wir schon. Modul geht nicht. Wir sollten hier, glaube ich, nicht bleiben, oder? Equipment Mini Backpack. Schitterling. Wir müssen irgendwo dieses Schitterling finden. Es gibt also auch Monster, die uns nicht wohlgesonnen sind hier. Macht auch Sinn. Was ist das denn hier? Eine Brücke. Interessant. Das heißt, hier lebt jemand oder lebte jemand. Nowhere to put that. Oh. Da ist jemand sauer auf uns. Da habe ich jetzt aber gerade keine Lust drauf. Bleibt da weg. Okay, er bleibt weg. Ich gucke gerade nochmal Karl, wir müssen nochmal gucken. Habe ich jetzt irgendwie was gefunden, was wir noch gebrauchen können? Advanced Backpack bringt uns gerade nicht weiter. Research Model, wir brauchen Electric Wiring. Resin brauchen wir, das ist oben. Hätte ich mal noch mehr Resin mitgenommen, wa? Oder gehen wir erstmal zurück? Macht vielleicht mehr Sinn. Ferron, Scrap. Ah, das heißt, die Dinger, die wir gescannt haben, können wir jetzt hier in der Umgebung sehen.
Resin, helpless, unidentified, helpless creature. Keppel. Keppel ist, glaube ich, zu essen. Da sollten wir hingehen. Oh, wir können uns sogar bewegen, während wir auf die Karte gucken. Das finde ich natürlich nice, aber dann sehen wir natürlich nicht, was uns hier alles erwartet. Farron nehme ich nochmal mit. Kann man das hier auch noch angucken? Nee, ein paar Sachen können wir tatsächlich nur so. Hier gibt es Farron. Also in der Wüste finden wir ziemlich viel Metall, so wie es aussieht. Ziemlich abgefahren. Das wäre schon ein bisschen krass, glaube ich, wenn man hier auf so einem fremden Planeten strandet. Ich wollte gerade sagen, wir sind hier im Combat. Bloß ab. Zieh Leine. Okay. Ist das hier Resin? Ja, wir können hier tatsächlich mit der Spitzhacke was abbauen. Okay. Noch eine Fackel anmachen. Wir müssen auf jeden Fall mehr Fackeln haben, wenn ich richtig sehe. Was ist das? Die Pickaxe. Die müssen wir natürlich. Wieso haben wir die weggeschmissen? Achso, wir können nicht beides in der Hand behalten. Das ist ja doof. Wir können nicht beides in der Hand halten. Wie machen wir das denn dann? Bringen die nicht mehr so viel? Ne, bringen nicht mehr so viel, glaube ich, ne? Die Shrooms bin ich am überlegen, ob ich die wieder wegschmeiße. Erst kann ich die wegschmeißen? Kann ich wegschmeißen, okay. Kann ich die jetzt mitnehmen? Ah, dann kann ich es mir da reinpacken. Alles klar, das ging nicht, weil ich keinen Platz im Inventar hatte. Okay. Haben wir da was gelernt? Tja, muss ich mal gucken. Die Episode geht schon wieder so lang. Ich bin schon wieder total drin hier, muss ich zugeben. Und ja, ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Episode. Wir haben noch einiges zu lernen, muss ich zugeben. Sind immer noch am Suchen und rausfinden, was wie wo. Und kann ich die ausmachen? Unequip. Toll. Das ist jetzt aber blöde zum Unequippen. Kann ich die tauschen gegen Dingens? Nee, ich kann sie nur wegschmeißen. Use Thermostick. Das ist ja blöde. Brennt die jetzt noch weiter? Warte mal. Nimm die mal mit. 42%, 40%, jetzt equip das. Jetzt warten wir kurz. 42% war's. Tatsächlich, die brennt auf dem Boden noch weiter. Okay. Das ist blöde. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal Thermosticks gucken. Na gut. Dann schauen wir nochmal, wie es weitergeht in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.